Liebe Medienvertreter, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock. Ich begrüße auf dem Podium die beiden Trainer Alois Schwarz vom FC Hansa Rostock und FCK-Cheftrainer Dirk Schuster. Das erste Wort gebührt auch heute den Gästen. Alois, dein Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, danke. Hallo in der Runde. Ja, erstmal, glaube ich, tief durchatmen, durchpusten. Die Mannschaft hat auch ein Sonderlob verdient in puncto Mentalität und Einsatz. Das, was ich eigentlich immer gefordert habe. Ich denke, so die ersten 45 Minuten haben wir ein bisschen gebraucht am Anfang. So. Dann haben wir uns gut eingestellt, haben dann auch umgestellt von 5-2-3 sozusagen auf eine 4-2-3-1, um uns da besser einzustellen, weil wir auf den Außen ein bisschen Probleme hatten. Und haben es dann richtig gut gemacht, haben den Gegner vom Tor einigermaßen weghalten können. Gerade wenn sie auf ihr Tor spielen, auf ihre Kurve. Ja, mit dem ersten richtigen, ordentlichen Angriff. Nils schießt aufs Tor, der Abpraller, Kai nimmt den auf und schießt ihn auch super rein. Und da gehen wir in Führung. Und wir wollten eigentlich in der zweiten Halbzeit auch ein bisschen aktiver sein, aber ist uns nicht gelungen. Wir sind fast erdrückt worden in dem Moment, was sehr, sehr gut war. Wir haben die Ordnung behalten, was sehr, sehr gut war. Wir haben die Box extrem gut verteidigt. Und wenn was dementsprechend durchkam, hat man einen tollen Torhüter heute, der zweimal richtig, richtig gut gehalten hat. Und es ist immer so, wie ich gesagt habe, wenn man auch tüchtig ist, wenn man sich reinhaut, wenn man alles macht, kommt auch mal das Matchglück wieder zurück. Auch das Abseits-Tor haben ein bisschen Glück gehabt, dass es dann auch abseits war. Und da sind wir auf einem guten Weg, um dementsprechend in dieser Situation, wo wir sind, auch zu punkten. Und das hoffe ich natürlich, dass wir diesen Schwung jetzt mitnehmen fürs Heimspiel gegen Regensburg. Dankeschön. Dankeschön, Dirk. Dein Kommentar zum Spiel. Ja, hallo erstmal in die Runde. Hallo, Glückwunsch. Zu den drei Punkten. Natürlich für uns ärgerlich und auch ein bisschen bitter, weil ich glaube, dass wir ein ganz ordentliches Spiel gemacht haben. Ein Kollege hat es ja gerade gesagt, waren von Anfang an gut in der Partie drin. Haben auch teilweise gut Fußball gespielt. Klar, der eine oder andere Fehler hat sich im Spielaufbau eingeschlichen gehabt in beiden Halbzeiten. Trotzdem haben wir versucht, auch über außen einen Gegner da ein bisschen aufzureißen. Da hatten wir gute Durchbrüche, hatten da auch schon die eine oder andere Möglichkeit in der ersten Halbzeit. Und was sich dann so ein bisschen wie ein roter Faden durch das Spiel gezogen hat, wir haben halt vor der Kiste heute so ein bisschen den Killerinstinkt vermissen lassen, hatten gute Chancen, auch sagen wir 10, 15 Meter vom Tor, wo wir das Tor nicht getroffen haben, gute Angriffe gefahren, bis zur letzten Minute auch alles versucht, das Spiel noch umzubiegen. In der Hinsicht kann ich der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen, aber das ist nun mal auch zweite Liga. Die Rostocker haben sich mit allem gewehrt, was sie hatten. Wir wussten, dass es eine haarige Angelegenheit wird, dass es ein sehr intensives Spiel werden wird. Das haben wir auch heute gesehen und ein Kollege hat es gerade angemerkt. Sie haben sich in alles reingehauen, haben die Box gut verteidigt. Wir hatten dann schon das ein oder andere Problemchen, da noch öfter zum Abschluss zu kommen. Trotzdem, das Haar in der Suppe ist halt diese Abschlussstärke, diese Effizienz, die wir nicht an den Tag gelegt haben. Ich glaube trotzdem, dass die Mannschaft alles reingefeuert hat in diese Partie. Und wie es halt in der zweiten Liga so ist, ne? Bist du als erste Mal die Mannschaft, die bedeutend besseren, sagen wir, die Werte in der Passstatistik, in der Spielbeteiligung, war auf unserer Seite. Aber diese entscheidenden Zweikämpfe in beiden Strafräumen, gab ja in der ersten Halbzeit nur diese Doppelchance, wo sie auf unser Tor geschossen haben. Das erste konnte Andi Lute entschärfen, beim zweiten Mal gab es einen Einschlag. Und dann verliert man halt so ein Spiel. Und das ist natürlich für uns brutal ärgerlich, nervt auch ein bisschen. Trotzdem denke ich, dass wir auf das, was wir heute gebracht haben, weiter aufbauen sollten. Auch im spielerischen Bereich haben wir, glaube ich, heute auch Fortschritte von der Mannschaft gesehen. Und werden dann versuchen, dann vorm Tor in Nürnberg beim nächsten Auswärtsspiel das auch wieder besser zu machen. Alois, dir mit deiner Mannschaft alles Gute noch. Gute Heimfahrt oder guten Heimflug und danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön, Dirk. Dann wäre jetzt Zeit für Fragen. An die Trainer bitte ich um ein kurzes Handzeichen, dann reichen wir ein Mikrofon. Gibt es Fragen? Andi Böhm von der Rheinpfalz. Schuster, könnten Sie ein kurzes Update zur Verletzung von Kevin Kraus geben, bitte? Ja, Kevin hat eigentlich die ganze Woche nochmal mittrainiert. Auch gestern die Einheit noch über die volle Distanz absolviert, hat aber nach dem Training
über Probleme im Sprunggelenk geklagt, hat dort einen Erguss drin. Und die medizinische Abteilung unsererseits hat alles versucht, ihn heute spielfähig zu kriegen. Aber heute früh, ja, so kurz nach 8, kam dann die Meldung bei uns an, dass es nicht reicht, dass er nicht in der Lage ist, dass er nicht hundertprozentig fit ist und von seiner Seite dann auch kein grünes Licht gegeben hat für einen Einsatz heute. Gibt es weitere Fragen? Einmal der Kollege hier vorne in der ersten Reihe. Ja, hallo Herr Schwarz, Glückwunsch erstmal zum ersten Auswärtssieg. Erste Frage gleich dazu, wie fühlt es sich an, jetzt auch auswärts zu gewinnen? Und dann haben Sie zum zweiten Mal in Folge erstens auch gewonnen und zum zweiten Mal in Folge auch zu Null gespielt. Wie wichtig war das? Erstmal fühlt sich ein Auswärtssieg immer gut an. Ich habe ja immer gesagt, vor Erfolg gibt es keinen Ersatz. Und das sieht man, dann merkt man, wenn man jetzt in die Kabine geht, wie sie sich freuen, die Jungs, und wie sie sich, wie sie das anfühlt. Das ist immer was Schönes, dass wir jetzt zweimal zu Null gespielt haben. Ist natürlich umso erfreulicher, ja, dass wir haben ja die ersten drei Spiele, wo wir jedes Mal einen Dreier gekriegt haben, haben wir jetzt wirklich auch uns da reingehauen, haben auch im Training intensiv daran gearbeitet, um defensiv besser zu arbeiten, und das hat sich bis jetzt ausbezahlt. Nochmal eine Nachfrage. Sie haben, ich glaube, zum ersten Mal hat Hansa Rostock in der Saison mit der gleichen Elf gespielt, wirklich komplett mit der gleichen Elf. Kein Wechsel. Wie nochmal, das habe ich schon letzte Woche gefragt, wie wichtig war auch das und ist das für die restlichen Spiele? Und dann haben Sie uns vergangene Woche erzählt, Sie haben Nils Fröhling gesagt, der macht einen und er soll einfach mal schießen. Und jetzt spielt er das zweite Mal von Anfang an und legt das Tor vor. Was haben Sie ihm diesmal gesagt? Niemand kann man natürlich nicht voraussagen, aber natürlich gebe ich ihm Mut, und dass er auch, weil er einen guten Abschluss hat, dass er dementsprechend auch aus der zweiten Reihe aufs Tor schießen kann. Das sieht man auch im Training, und das hat er jetzt zweimal gezeigt. Mit der gleichen Startformation, ich sage immer, Kontinuität und Stabilität ist in dieser Situation ganz, ganz wichtig. Und deswegen zu viel Fluktuation, außer es ist natürlich auch Verletzungen da oder man hat schlecht gespielt. Oder man ist krankheitsbedingt gezwungen, aber letztendlich lege ich da schon noch ein bisschen Wert drauf, gerade in dieser Phase. Gibt es weitere Fragen? Nochmal der Kollege. Sie haben die Mentalität gelobt und das aufopferungsvolle, ich sag mal, reinschmeißen in den Ball. Gibt es dafür einen freien Tag extra jetzt? Es ist ja ein langes Wochenende. Die Normalbürger haben ein langes Wochenende, auch die Hansa-Spieler. Und vielleicht auch ein bisschen die Frage für Kai Pröger, der hat die Tochter nämlich Geburtstag, der hat uns gefragt. Ich habe gesagt, ich leite die Frage weiter. Herzlichen Glückwunsch an Kai, seine Tochter. Letztendlich müssen wir arbeiten. Wir werden auf jeden Fall regenerieren und auslaufen. Das wird auf jeden Fall da sein, um dann wieder in die Wettkampfwoche einzusteigen. Gibt es noch weitere Fragen an einen der beiden Trainer? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch ein schönes Restwochenende und vor allem unseren Gästen aus Rostock eine gute Heimfahrt. Dankeschön.